In Holland ging ein Sturm der Entrüstung durchs Land, als die ING für ihren CEO Ralf Hamers dessen Totalgehalt von 2 auf gut 3 Millionen Euro erhöhen wollte. Die Bank musste zurückkrebsen. Das war 2018. 2 Jahre später zog Hamers zu UBS. Dort begann er am 1. September 2020. Nun weiß man, wie viel er bis Ende 2021 von der Schweizer Nummer 1 eingestrichen hat. Es sind insgesamt 15,7 Millionen Franken, 11,5 Millionen fürs 2021, 4,2 Millionen für 2020. Keine Grenzen mehr. Umgelegt ergibt das 1 Million pro Monat. Immer um den 25. herum klingelt es in Hamers Kasse schon wieder 1 Million. Und noch eine. Hamers hat sein Salär und seinen Bonus mit dem Wechsel von den Niederlanden in die Schweizer Alpenrepublik in neue Sphären treiben können. Präsident Axel Weber sei Dank. Der zieht in wenigen Wochen von Bord, übergibt das Präsidium einem US-Investmentbanker mit irischen Wurzeln. Weber kriegt zum Abschied von seinen Kollegen im Verwaltungsrat ein Jahreshonorar von 5,2 Millionen. Kein anderer Präsident einer europäischen Großbank kommt in die Nähe. Weber hatte als einstiger Präsident der Deutschen Bundesbank ein Beamtensalär. Dann wurde er 2012 Kapitän der UBS, seither hat er rund 50 Millionen eingestrichen. Ein Jahrzehnt, 50 Millionen. So geht das bei der größten Schweizer Bank. Der Schatz verspricht eine entspannte Rentnerzeit. Unter Weber wurde schon CEO Sergio Ermotti Multimillionär. Die Bilanz schätzt sein Vermögen auf rund 150 Millionen, geschaffen als Angestellter. Der Tessiner strich 2020, in seinem letzten Jahr bei der UBS, als er einen großen Teil seiner Zeit fürs Abschiedsnehmen aufgewendet hatte, die Kleinigkeit von 13,3 Millionen ein, gar etwas mehr als Nachfolger Hamers. 5-mal mehr als in Amsterdam. Die UBS hat sich in eine gigantische Cash- und Bonusmaschine für die obersten Manager verwandelt. Es gibt kein Halten mehr, wie der heute publizierte Vergütungsbericht klarmacht. Die Mitglieder der Konzernleitung bekamen 2021 zusammen sage und schreibe 108 Millionen Franken. Die Aktie hat derweil zu Jahresbeginn kurz zugelegt, ist seit dem Russlandfeldzug aber in Sturzflug übergegangen. Wie sehr die Kompensationsdämme an der Spitze des Finanzmultis gebrochen sind, zeigt der Antrittsbonus für die neue Rechtschefin der Bank. Sie heißt Barbara Levy und übernahm im Verlauf von 2021 die juristische Oberverantwortung von Markus Diethelm, der sich noch vor dem endgültigen Milliardenurteil von Paris verabschiedete. Levy kam und erhielt zum Start gleich 7,1 Millionen Franken. Wofür? One-time replacement award steht im UBS-Bericht. War da mal ein Minderabzockergesetz? Von Rio Tinto zur UBS, 7,1 im Upfront. Durch die Bank zieht sich ein Graben. Die Normalos in der Schweiz müssen sich glücklich schätzen, wenn sie einen Bonus von 1.000 oder 2.000 Franken erhalten. In den Gefilden weit oben würden die Key Risk Takers dafür keinen Finger rühren. Von ihnen hatte die UBS 699, jeder mit mindestens 2,5 Millionen Lohn und Bonus im Jahr. Die Grenze zum Status Schlüsselmitarbeiter liegt bei der CS bei 1 Million. Bei der UBS ist sie also 2,5-mal so hoch. Und doch kommen fast 700 Manager in den Genuss des Reibachs. Allein die Gruppe der vermeintlich wichtigsten Angestellten kam im 2021 auf eine Einkommenssumme von total 1,6 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren es nur 1,4 Milliarden. Die Verantwortung für diese unglaublichen Lohn- und Bonussteigerungen trägt der Verwaltungsrat. Dort zieht sich nun der Schweizer Buddy von Axel Weber, Reto Francioni, zurück. Die beiden hielten stets zusammen, gelten als enges Gespann. Die UBS hat sie mit Geld überhäuft, allein im letzten Jahr waren es bei Francioni, einem ex-deutschen Börsechef, 6.000 mehr als ein Bundesratsgehalt. Nun sind die eigenen Millionen im Trockenen, während der Stress im Geschäft wächst. Perfect time to go. Fanconi verlässt zusammen mit Weber den Gruppen VR. Er wird Neupräsident der UBS-Tochter in Frankfurt.